Es ist Punkt 10 am Mittwoch, dem 7. September 2016. Willkommen zu Punkt 10. Forex und CFD ist täglich, jeden Tag ein Trade, die Trading-Idee des Tages. Am Mittwoch immer mit dem Heiko Behren, der gleich in ein, zwei Minuten übernehmen wird. Noch spricht Berlin, Jens Schanowski von Ordner Markets. Ich darf in den ersten ein, zwei Minuten die Proforma-Dinge erzählen. Die Titel vom Webinar habe ich hiermit gemacht und wir kommen direkt zur zweiten Folie, Risikohinweis. Es geht bei Ordner Markets immer um Forex und CFDs. Das sind Hebelprodukte. Bei allen Hebelprodukten ist es identisch. Der Hebeleffekt multipliziert Ihre Gewinne. Hauptgrundhebelprodukte wie Forex, CFDs, Futures, Hebelzertifikate, Optionsscheine zu traden. Leider aber auch, wenn Sie auf der falschen Seite vom Markt sind, Ihre Strategie nicht aufgeht, die Verluste. Ist deswegen nicht für jeden geeignet. Bevor Sie mit echtem Geld loslegen, starten Sie am besten mit einem Demo-Konto, machen sich im Demo-Modus mit dem Trading und der Handelssoftware und dem Hebeleffekt ausreichend vertraut und nach einiger Zeit, wenn Sie sicher fühlen, gerne mit einem Echtgeldkonto weiter loslegen. Execution only, bitte nichts, was Sie bei uns sehen und hören, als Anlageberatung missverstehen. Das gibt es bei uns nie. Wir wagen immer nur einen allgemeinen Marktausblick. Wir können Ihre persönliche Lage dabei nie berücksichtigen. Also bitte nichts als Empfehlung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen missverstehen wollen. Kompletten Warnhinweis auf unserer Webseite, hier als blauer Link unten rechts zu finden, wenn Sie mögen. Bitte auch bei Punkt 10 nicht zum Nachtraden eingeladen fühlen, darum soll es nicht gehen. Es geht eher darum, zusammen einen Blick über die Schulter eines langjährigen Traders zu werfen, davon zu lernen, wie screent er die Märkte, Fragen zu stellen und vieles weitere mehr. Heute ist Mittwoch, deswegen ist gleich der Heiko dran, morgen der Jochen, übermorgen der Dirk. Gestern, dienstags normalerweise Costa, gestern war mal Urlaubsvertretung, weil der Costa im Urlaub ist, aber bald ist er dienstags wieder dran und Montag immer der Thomas. 5 Trader, 5 Stile, nicht besser, nicht schlechter, einfach nur anders, wenn es Ihre Zeit erlaubt. Wir stehen parat jeden Tag um Punkt 10, schauen Sie auch mal den anderen über die Schulter. Reden ist nämlich Gold, wir haben etwas zu sagen, über 10 Live-Webinare in der Woche, im September sogar noch weitaus mehr, weil wir im gesamten September um 18 Uhr die Trader-Ausbildung haben, jeden Börsentag im September vom Zero to Hero von 0 auf 100, viermal gab es das schon und heute um 18 Uhr am Tag 5 im September, den Tag 5 Werktags, das weitere Webinar. Wenn Sie sagen, Trader-Ausbildung interessiert mich, über den Link können Sie sich auch dazu anmelden, wie alle Webinare kostenlos. Ganz neu auch seit Montag die Mini-Lots. Sie können jetzt auch Index-CFDs wie DAX 30, Dow Jones, Nasdaq und viele weitere mehr ab 0,1 Kontrakte traden. Viele freuen sich darüber. Beste Spreads bleiben natürlich erhalten, also im DAX ein Punkt, jetzt auch mit Mini-Kontrakten, wenn Sie möchten. Und wenn Sie mit uns 1:1 sprechen möchten, per Telefon ist das möglich, Berliner Kundenservice, Montag bis Freitag, 9 bis 18 Uhr hier erreichbar, oder Sie schicken uns eine E-Mail, YouTube, dort finden Sie wenig später fast alle Webinare als Aufzeichnung zum nochmal anschauen oder an Freunde und Bekannte zum Empfehlen, und Facebook dürfen Sie auch besuchen, auch dort ist Admiral Markets vertreten. Vielen, vielen Dank, und jetzt hoffe ich, dass ich den Heiko Behren richtig technisch freischalten kann, und du hast das Wort, du hast den Bildschirm, ich hoffe, ich kriege immer noch 3 angezeigt, das war jetzt der richtige. Richtig, ja, Jens. Wie gesagt, da kann ich... Ja, schönen guten Morgen an alle da draußen und für auch alle, die, die heute noch nicht dabei waren im DAX. Guten Morgen, DAX. Ja, wer möchte, ich habe das, was ich hier sozusagen im Morning Meeting besprochen habe, kopiert und habe das auch also in den Chat kopiert, und dieses ist auch auf meinem Guidance Desktop dann verfügbar. Ich kopiere das einfach dann immer unkommentiert da rein. Also wer dort mich abonnieren mag, der kann ja überlegen, ob er da mich abonniert und dann nochmal die Daten, wenn er es verpasst hat, zu kopieren, dort bekommt. Ja, gehen wir ganz kurz darauf ein, was ich heute Morgen gesagt habe. Ja, man kann sich, ja, ich will mir jetzt nicht zu sehr auf die Schulter klopfen, es wird nicht jeden Tag passieren, aber wer hier die Linien sieht, sieht, dass genau das passiert ist, was analysiert worden ist. Also der Markt hat sich relativ, oder der DAX vielmehr hat sich sehr, sehr gut an den heutigen Fahrplan gehalten, den ich dort, nochmal hoch, den ich dort, oder das Bild, was ich favorisiert habe. Es geht mir auch jetzt gar nicht darum, ob ich jetzt damit extrem richtig liege, sondern es geht darum, dass ich daraus mir entsprechende Gedanken mache, wie ich im Skype-Trading dort agiere. Und ich habe auch etliche Trades gemacht, die werde ich gleich noch zeigen. Also aktueller Kontostand 402 Euro für ungefähr 40 Minuten Trading. Das ist, denke ich, ganz okay. Ich habe immer mit 5 CFDs gehandelt und habe auch den einen oder anderen guten Treffer gehabt und muss auch sagen, bis dato eigentlich relativ wenig verdient für das, was heute hier möglich war.
Wichtigster Preisbereich war das Tagestief von gestern, die 10.660er Bereich bis 10.656er Bereich, also Tagestief von vorgestern muss ich, oder vielmehr gut, um es ganz, ganz genau zu machen, das erste Tief des gestrigen Tages bei 10.660, das zweite Tief bei 10.656, das Tagestief von gestern. Das heißt, auf der Oberseite auch der Bereich bis 10.724 oder 10.720, den wir analysiert haben als Widerstandsbereich, der ist ja gut getroffen. Also Markt eröffnet, geht nach oben, schafft da oben keine oder findet da oben keine Käufer, es wird eingedeckt. Wir gehen in Richtung XDAX Close und Gap Close, die beiden hatte ich eingezeichnet, 10.698 bis runter auf 10.687. In einer langen 5-Minuten-Kerze alles abgearbeitet, fallen dann weiter nach unten in den Unterstützungsbereich und drehen von diesen wieder, so wie ich das in den Fallen eingezeichnet habe, wieder komplett nach oben. Das heißt, auch im Stundenchart oder das 30-Minuten-Chart ist das Bild absolut intakt. Also der erwartete Range-Tag scheint sich durchsetzen zu können. Noch ist es nicht so weit, also der Markt geht hoch und runter, kreuzt sich quer. Das typische unsaubere Chartbild ist hier auch durchaus anzutreffen mit dieser V-Formation. Gut, also das war die Analyse. Was habe ich nun draus gemacht? Ja, man hat ja eine Analyse. Das heißt, wir schauen uns einfach jetzt mal an, was für Trades habe ich denn gemacht. Ich zoome das jetzt mal auf. Wir gehen runter in den 1-Minuten-Chart und ich nehme jetzt hier mal den Admiral Markets Order History und ziehe den einfach rein und dann werden mir alle Trades angezeigt. Zack, das sind alle Trades, die ich heute gemacht habe. Und die möchte ich einfach im Folgenden erklären. Vorhin oder heute früh war noch eine Frage bezüglich des Hoch- und des Tiefs des Vortages, wo man den findet, auch hier unter Admiral Markets, High-Low nennt er sich. Da, das ist dieser Indikator, einfach reinziehen in den Chart und schon kann man sich den entsprechend einstellen. Ja. Das heißt, schauen wir uns mal die Trades an. Also ein, zwei kleine Verlusttrades habe ich heute gehabt, aber an der meisten Zeit doch Gewinntrades. Was habe ich gemacht? Als allererstes ging es, ich spule mal das Bild durch. Also Webinar endete um 9 Uhr mit der Marktvorbereitung. Ich habe hier einen kurzen Long Trade gewagt. Und als allerersten Trade, falls der Markt doch den Preisbereich bricht, weil wir sehr dynamisch dran gelaufen sind, haben wir oben kurz gestockt, sofort den Trade raus, plus minus null, danach auf die Short-Seite gedreht. Das sind hier zwei Short-Trades. Man sieht das, wenn man hier drauf kommt, halt hier da Sell 5 CFDs, plus minus null wieder raus. Und ein im Gewinn. Danach dann weiter, aber nachdem der Markt wieder in der Range war, wo ich gesagt habe heute, wenn der Markt in Range kommt, zieht es den Markt sehr wahrscheinlich in Richtung Gap Close und habe hier in Summe 15 CFDs aufgebaut, also immer pro Position 5 CFDs. Den hier konnte ich entsprechend alle drei im Gewinn beenden und habe die sozusagen rausgescaled, nennt man das, also das heißt wieder Teilverkäufe gemacht und den letzten dann am Gap Close, also unterhalb der 10.700er Marke beendet. Von daher eigentlich ganz guter Trade. Dann geht es weiter, Markt stabilisiert sich hier und macht hier eine lange Kerze und hier bin ich davon ausgegangen, dass wir hier schon direkt wieder nach oben gehen. In der Phase, diese beiden Trades sind zu früh. Rein, wenn ich jetzt mit einem ganz engen Stop arbeite, hätte ich die Trades beenden müssen. Jetzt kann man sagen, jetzt kauft der Bärend hier nach, ist ja nicht ganz dicht. Höre ich immer wieder, aber Scalp Trading hat auch so eine gewisse, ja, hat ein anderes Risiko Money Management. Das heißt, ich war jetzt hier, in Summe habe ich 15, 20, 25, 30 CFDs aufgebaut und habe diese Trades aber zwischendrin auch immer wieder geschlossen. Das sieht man an diesen kleinen grünen. Ich mache es mal noch ein bisschen größer, damit man das richtig krass sieht und richtig deutlich sieht. So, ich denke mal, so kann man es am deutlichsten sehen. Das heißt, ich habe hier die Trades aufgebaut und man sieht, ich habe hier unten dann die Trades auch sofort immer wieder im Gewinn beendet und ja, konnte hier dann entsprechend die Position, das Risiko aufgebaut. Also ich habe das Risiko gegen mich aufgebaut, baue das aber sofort wieder ab. Ja. Wenn ich diese Trades aufbaue, ich habe jetzt mal geschaut, also ich war Maximum im Verlust, 220 Euro war ich Maximum im Verlust,
Dazu hatte ich aber bis dahin schon einen Gewinn von über 100 und oder hatte einen Gewinn von 105 Euro. Und durch dieses Risikoabbauen tue ich mir meinen Gewinn sichern und baue mir sozusagen einen Puffer für die ersten schlechten Positionen auf. Heute ist es ganz gut gelaufen, denn der Markt hat sich an meine Analyse gehalten. Das heißt, ich habe hier die Position, also wir gehen mal kurz durch, 30 CFDs aufgebaut, dann auf 30, dann auf 25, auf 20, auf 20, auf 15, auf 10 wieder abgebaut, also komplett die Position raus. Der Markt macht ein neues Tagestief, dort wieder in dieser Schwankung wieder die Position raufgeholt, auf von 10 CFDs, 15, 20 auf 25 CFDs wieder aufgeholt, Position wieder rausskaliert und dann die oberen Positionen versucht mit Plus zu schließen. Das Risiko damit genau runtergenommen. Damit fällt hier oben in diesen oberen Preisbereich. Also das heißt, und das ist halt extrem interessant, in diesem Preisbereich hier oben. Also vorher war mein Entry hier. Das ist mein Entry gewesen. Ich sage jetzt mal 10, machen wir einfach mal 80 so. Dann fällt der Markt hier runter. Ich habe hier unten bei 60 auch noch einen Entry. Dadurch, dass ich dann hier den Trade rausskaliere bei 80, mit 0 fällt ja sofort mein Entry und damit mein CRV runter auf die 60. Das heißt, mein Entry von im Schnitt vielleicht 75 fällt runter auf die 60. Das heißt, von hier aus habe ich bei 80, bin ich ja schon mal 20 Punkte vorne und habe hier eine, kann hier ein ganz anderes Risiko Money Management fahren, wenn ich es schaffe, meinen Entry sozusagen im Markt nach unten zu schrauben, während der Markt aber steigt. Und das habe ich jetzt hier halt geschafft heute. Und das ist auch der Grund, warum denn am Ende der Gewinn kommt. Zwischendrin, auch hier, wo die Kerzen mal runtergehen, nochmal immer so eine kleine Extra-Position aufgebaut, immer 5 CFDs nochmal drauf. Dann fällt der Markt nochmal runter und hier habe ich eigentlich jetzt nur noch das Konto getradet, damit ich die 400 erreiche. Ja. Also das nochmal kurz dazu. Dann kam der Eindeckungsmove, dieser typische Eindeckungsmove, der jetzt kam, wieder an die obere Range dran. Hier in der oberen Range, was ich vorhin schon erwähnte, werden wieder die Short-Positionen aufgebaut. Und jetzt dackelt der Markt wieder nach unten, vielleicht nochmal der Short auf der Unterseite. Ja, das heißt für die Stunde gesehen, bei der Action teilweise gut verdient, auch ja, zwei schlechte Trades durchgeschliffen, aber unter einem gewissen Risikogesichtspunkt. Ja. Gut, also das heißt, so kann man im Skype-Trading durchaus vorgehen. Also ich arbeite gerne mit ein bis drei Positionen, falls der erste Entry nicht klappt. Hier musste ich heute ein bisschen mehr Positionen eingehen, aber habe die auch immer versucht, als Extra-Trade zu sehen. Man kann sich das vielleicht auch im Kopf gedanklich splitten, dass man sozusagen seine Entries splittet. Ja, also das wäre noch eine Möglichkeit, dass man das im Kopf splittet. Das heißt, ich hätte jetzt es ist am Ende gedanklich so, man hat jetzt den ersten Entry, lässt den vielleicht ausstoppen mit minus 10 Punkte und versucht dann etwas weiter unten nochmal reinzukommen und zieht dann den Trade durch auf das Hoch, also den zweiten Entry. Ich mache es halt so, ich ziehe den ersten mit durch und versuche den dann halt im Plus zu schließen, bleibe aber immer dabei, also ich sage mal so, wenn ich jetzt bei minus 400 Euro gewesen wäre, dann hätte ich natürlich die Gesamtposition im Verlust schließen müssen, ganz klar. Ja. So, wie immer dürfen Sie sich aktiv an den Webinaren beteiligen. Ihre Fragen, Ihre Wunschmärkte, was auch immer. Einiges haben wir auch schon 1:1 per Chat beantwortet, was nicht unbedingt für die große Runde nötig ist, so Einzelfragen. Aber ein Teilnehmer wünscht auch einen Blick auf Brent, wenn du möchtest. Brentöl. Ganz gerne, Brent mach mal gerne, habe ich heute früh nicht gehabt. Also Brent ist ja auch gerade wieder ziemlich volatil im Sinne von den kursierenden Gerüchten, soweit ich das gestern, glaube ich, gelesen habe, mal in der News, hat sich Saudi-Arabien und Russland getroffen. Aber bitte da selber nochmal nachschauen. Also es waren Gespräche irgendwie, dass man sich doch vielleicht auf eine Fördermenge einigt, was gestern oder vorgestern, halt Quatsch, vorgestern zu diesem starken Anstieg auch mitgeführt hat. Ja, ansonsten, ja, beim Öl ist es jetzt so, wir hatten eine sehr, sehr, sehr gute Trendbewegung, also Abwärtstrend, Aufwärtstrend, und jetzt kommen wir in so eine Phase, wo der Markt nicht genau weiß, wo er hin soll. Wir sind sozusagen jetzt genau zwischen nicht Fisch und nicht Fleisch, heißt diese Situation.
Das heißt, wir haben auf der einen Seite, wenn man es jetzt nochmal zeichnet, kann man sich das eigentlich auch ganz gut vorstellen. Also wir haben die lange Aufwärtsbewegung, dann diese schleppende Abwärtsbewegung, die sich dann nochmal dynamisch nach unten entwickelt hat. Danach kommt diese Aufwärtsbewegung, die jetzt diese dynamische Abwärtsbewegung wieder neutralisiert. Wir sind aber jetzt hier wieder von der Phase wieder nach unten gefallen und jetzt sieht man schon, wie sich das Bild entwickelt. Die Frage ist jetzt die, ob wir uns von diesem Level nochmal nach oben bewegen. Das heißt, finden wir hier nochmal neues Kaufinteresse oder aber jetzt, also wir stehen ungefähr hier, würde ich jetzt mal sagen, so an diesem Punkt stehen wir jetzt gerade. Oder aber gehen wir jetzt in eine Range über, das heißt, wir nehmen die Tiefs hier an, also das heißt den 41er Bereich bis 43er Bereich als untere Unterstützung und hier oben den 50er oder 51er Bereich bis 53er Bereich als Widerstand. Und damit laufen wir von einer guten Struktur in eine Trendstruktur über. Ja. Und zum Schluss nochmal eine Frage zum DAX. Ein Teilnehmer fragt, guten Morgen, im DAX ist heute keine große Bewegung mehr zu erwarten, oder? Ist diese Meinung korrekt? Was sagst du dazu? Also die Meinung als solches, wie korrekt die ist, weiß ich nun auch nicht. Prinzipiell von meiner Aussage her, wenn wir hier nochmal auf den DAX gehen, erwarte ich heute eigentlich keine größere Bewegung. Der Markt, also die erwartete Haltung ist aktuell eher seitwärts gerichtet, was man gut in diesem 30-Minuten-Chart oder Stunden-Chart, je nachdem, einzeichnet. Aber ich weiß natürlich nicht, ob jetzt, nachdem der Markt zum Beispiel vielleicht das Tief jetzt einmal, zweimal, dreimal, ob nicht beim vierten Mal vielleicht dann doch irgendwann mal noch eine Verkaufswelle kommt, plötzlich Orders in den Markt rein müssen, die dann dazu führen, dass der Markt doch nach unten durchgeht. Das kann ich natürlich nicht voraussagen und möchte ich auch gar nicht. Prinzipiell bleibe ich bei der Aussage und sage, am Tief ist erstmal long zu favorisieren, sollte der Markt durchrutschen und eine, man sehen, dass der Markt Kontinuität, also das heißt eine Trend aufbaut, dann würde ich diese Vorgehensweise ad acta legen und mich dann eher auf eine Abwärtsbewegung in Richtung 10.500 einstellen. Aber so weit sind wir noch nicht und solange das Schema hält, was wir nun jetzt die letzten zwei Tage gesehen haben, sehe ich den Markt eigentlich mehr in dieser Range. Also prinzipiell in der Range. Ich erwarte aktuell keine große Bewegung, aber ausschließen kann man es einfach nicht. Ja. Also gut, ja, groß ist relativ. Also was haben wir in Range 10.660 bis 10.750? Also 90 Punkte ist jetzt nun auch nicht megamäßig groß. Aber das ist die Range, die ich aktuell sehe. Und ja, bis jetzt hat mir auch das Trading oder der Markt bis jetzt recht gegeben, dass die Range aktiv ist. Ja. Cool. Vielen Dank für heute. Es gab einige Fragen zu dem Trading Order History Indikator auf unserer Webseite. Wer es sehen möchte, kann auf admiralmarkets.de Handelsplattform gehen. Da haben wir ganz, ganz viel neuen Content zu Supreme, dass es wirklich ausführlich erläutert ist. Wir haben über 60 Erweiterungen. Es ist, glaube ich, Punkt 7. Ich habe es eben schon mal rausgesucht. Also alle, die auch so einen Order History Indikator haben möchten, bei admiralmarkets.de werden Sie fündig. Eines von über 60 sinnvollen Features. Und Sie werden noch viele weitere sinnvolle Features finden, wenn Sie sich hier mal umschauen möchten, mit ausführlichen Beschreibungen, mit Handbuch in deutscher Sprache natürlich, wie es sein muss. Und ein kurzer Hinweis noch, wenn Sie 2 Minuten Zeit haben und bei der Brokerwahl 2016 von brokervergleich.de mitmachen möchten, würden wir uns freuen. Wir sind nominiert, geht nur noch 2 Tage bis zum 9. September und wenn Sie nach unten scrollen, sehen Sie auch, dass Sie tolle Preise gewinnen können. Einmal ein Barpreis, einmal iPad Pro und vieles weitere mehr. Also es lohnt sich mitzumachen, kostenfrei 2-3 Minuten. Admiral Markets hofft auf Ihre Stimme. Brokervergleich.de, Brokerwahl. Ich habe es als Chat im Webinar geschickt. Vielen, vielen Dank. Nächste Webinar heute um 18 Uhr, Tag 5 der Trader-Ausbildung. Hoffentlich sind Sie dabei. Oder morgen wieder Punkt 10, dann mit dem Jochen Schmidt. Grüße aus Berlin, Schlusswort vom Heiko. Ja, ich wünsche euch für den heutigen Tag auf alle Fälle noch weiterhin erfolgreiche Trades. Wir hören uns ja dann am Freitag wieder beim Morning Meeting, also bei Guten Morgen DAX. Und ja, dann wünsche ich euch auf alle Fälle erfolgreiche Trades, einen guten Tag und haltet mir die Stops in Ehren und wie immer am Ende, tschö mit Ö, euer Heiko.